diese Maschine hier ist ein kleines Beispiel. Wie arbeitet Industrie 4.0? Wie arbeitet Internet of Things? Kleines Beispiel, hier haben wir mal 3 Sensoren angebracht an dieser Maschine. Während sie produziert, sorgt sie dafür, dass laufende Informationen zu dem Produktionsprozess mitgeliefert werden. Der eine Sensor ist für Gas- und für Staubbelastung, der andere ist für Lautstärke, der andere ist für Temperatur. Ich simuliere jetzt einfach mal die Situation, dass wir nicht staubfrei im Raum mehr sind. Der Sensor merkt sich diese Information, gibt diese Information an den Fertigungsauftrag weiter für meine Produktionsinformationen und gleichzeitig wird hier über die Verbindung nach außen hin diese Information in die Cloud gestellt. Und somit kann der Maschinenbauer genau Einfluss nehmen und genau schauen, was ist denn da passiert, und er kann reagieren. Wir sind jetzt hier 500 Kilometer entfernt bei dem Maschinenbauer und das ist ein Display, was er sieht, wo er die Informationen bekommt von seinen Kunden. Und Sie haben jetzt gerade gesehen, dass hier sich auf einmal was verändert hat. Das ist genau das, was passiert. Eine wichtige Entscheidung ist jetzt zu treffen, schicke ich einen Außendiensttechniker raus. Diese Informationen, die ich hier habe, werden auch genutzt und gespeichert, damit ich später für vorbeugende Instandhaltung diese Informationen nutzen kann. Und das mache ich im Rahmen meiner Predictive Maintenance, also SAP PDMS. Und dieses PDMS ist wiederum verknüpft mit dem sogenannten Asset Intelligence Network. Und dieses Asset Intelligence Network ist genau dieses verbindende Element zwischen dem Hersteller, dem Bediener oder dem Eigentümer und den Servicepartner. Alle drei gucken in die gleiche Cloud rein und kriegen diese Informationen gezeigt. Also alles, was wirklich zentral mit dieser Maschine zu tun hat, in ihrem Lebenszyklus, wird hier über das AIN gesteuert. Der Cloud-Gedanke ist das Entscheidende dabei. Ich melde mich irgendwo an, kann meine Daten reinbringen, kann meinen Beitrag leisten und ich bekomme den Mehrwert auch daraus.